Auch immer die alten Frauen hier. Ach, wisst ihr, ich sag euch, das ist nicht immer alles ganz einfach. Instrumentistisch. So. Ah. Wisst ihr, im Alter, da hat man's ja auch im Kreuz. Ja. Oh. Jetzt habe ich mein Schwert kaputt gemacht. Hier, das ist kaputt. Das ist kaputt. Ach, nee. Ich würde sagen, wir beschwören einfach ein bisschen. Und los. Ach, Mensch, selbst das Drücken auf den Knopf tut weh. Fangen wir einfach an. Ja, Leute, herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder hier im Beschwörungswahn. Ja, so, hier, Tante Erna ist am Start. Ja, ist am Start. Wir beschwören. Wir machen Paktbeschwörung. Ich bin ausgerüstet. Ja, ich bin ausgerüstet. Ich habe nicht nur ein Schwert. Nein, ja, ich habe mehrere Schwerter. Ja, ich habe hier vorne Schwerter, ich habe hinten auf dem Rücken Schwerter, ich habe alles an Schwerter. Ja, ich raste aus. So, ich muss meine Mauts mal holen. So, hier, die Mauts muss hier auch her. Ja, so. Wir beschwören. Bevor wir beschwören, wollen wir natürlich gucken, wer bin ich? Ja, so, wer hat schon erraten? Müsste eigentlich völlig klar sein. Ja, hier. Mioni. Die alte Schachtel, ja? Die alte Schachtel, die mordsmäßig mit ihrem Bonsai-Messer um die Ecke kommt, aber am geilsten von der Tante, also da, also komm, ja? Was meine Frau gezimmert hat auf mein Kopf, ja? Ist original Mioni-Style. Das ist ja wohl mega, ja? Ist einfach mega. Was aber viel geiler ist, hier, ich muss die mal so festhalten, guckt euch mal die Pusche an. Also, der Schuh. Ja, und ihr kennt es, ich bin ja so ein Freund davon, dass man die Dinge halt auch fühlen muss, ja, und damit man sie richtig fühlen kann, muss man halt nicht nur obenrum, ja, sowas machen. Also habe ich mir gedacht, okay, komm, pass auf, du brauchst fürs Gefühl halt einfach auch einen ordentlichen Holzschuh, ja, also habe ich mir einen Holzschuh gebaut, ja, damit man halt auch ja, es fühlen kann, ja. Also ich habe mir ein Brett ans Bein gebunden und von daher fühle ich es mächtig hart, ja. Also hart im Sinne von hart wirklich, ja. Ist aber nicht so schlimm, weil ich bin ja noch jung, ne. Ich bin ja noch jung, von daher alles kein Problem, bricht das wieder die Haxen, wa? So. Wir werden Paktbeschwörung machen. Ja, wir machen Paktbeschwörung. Warum machen wir Paktbeschwörung? Ich habe da schon sehr, sehr lange nicht beschworen. Ich hatte ja einmal, ich glaube, da war Pengi auch mit vorgestellt und so und noch ein paar andere. Jedenfalls Paktbeschwörung hebe ich mir in der Regel immer alles auf. Also auch die 48 Beschwörungen da sind jetzt nicht gekauft, sondern sind halt aufgehoben. Ja, weil ich da immer nicht gemacht habe. Und du hast ja immer im Weg der Göttlichkeit was mit bei. Und dann spielst du dir auch ein paar und bla bla bla. Jedenfalls habe ich lange überlegt, ob ich es machen sollte und ich habe mich dafür entschieden. So, warum habe ich mich dafür entschieden? Ich finde alle 6 vorgestellten Helden interessant. Oft habe ich immer so bei gehabt, dass irgendwie so einer interessant war oder mal 3 oder so. Aber diesmal finde ich alle 6 interessant. Den neuen Kollegen hier finde ich sehr interessant. Der macht bestimmt gut Aua. In Lila bin ich nicht gut aufgestellt. Und ja, mittlerer Held wäre mir persönlich egal. Ich spiele ja sehr oft mit mittleren Helden. Den würde ich also auch gut finden. Ihn finde ich extrem unangenehm, wenn ich gegen ihn spiele. Von daher finde ich den cool. Ja, vielleicht würde ich ihn sogar Hardcore vorziehen als Tank. Weiß ich nicht genau. Müsste ich überlegen. Ja, das Ding finde ich irgendwie auch ganz, ganz witzig. Ja. Von daher. Auch cool. Mioni Knaller. Ich habe im Grün Geheimtrünke ohne Ende. Ja, von daher finde ich die richtig geil. Alter, ich habe ja einen Ausschnitt, wa? Alter Lachs. Das geht ja.
Das geht ja fast runter bis zum Pimmel. Also hier ist was los. Ja, und Unjima habe ich ja schon mal gejagt. Nicht bekommen. Finde den aber auch jetzt immer noch geil. Ja, auch wenn es schon ein etwas älterer Held ist. Und von daher ist es halt so, dass ich mir überlegt habe, okay, komm, wann hast du wieder mal das nächste Mal die Situation, dass wenn du einen der Vorgestellten kriegst, man sich drüber freuen würde. Ja, oft ist es ja so, da sind dann alle möglichen Helden vorgestellt und dann kriegst du ausgerechnet den, den du nicht haben willst und hier würde ich mich tatsächlich über jeden freuen. Ja, und deswegen dachte ich mir, komm, wir beschwören mal. Ja, das dachte ich mir. Alter, der Fuß ist aber echt scheiße schwer. Ja, da glaubt kein Mensch. Ah, so. Also dachte ich mir, wir beschwören. Also machen wir das auch. Ja? Und ich würde vorschlagen, wir sabbern nicht lange drum rum, wir drücken auf den Knopf und starten einfach rein. Los geht's. 48 Stück. In der Hoffnung, dass was kommt. Also kein Werden. Ne? Versteht sich von selbst. Ja? Das versteht sich von selbst. Ich weiß, ich meine, die machen es natürlich auch schick, ne? Stellen da 6 geile Helden rein, kriegen tust du wieder nur Abfall. Aber das wissen wir ja vorher, bevor wir irgendwie losbeschwören. Von daher, so ist nun mal das Leben. Ja. Aber wer weiß, vielleicht haben wir das Quäntchen Glück. Wir haben ja in letzter Zeit nicht mehr so viel beschworen. Von daher, könnte ja sein, dass was kommt. Ja? Alter, die Haare sind also meine Fresse. Mioni. Knaller. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hau mal rein, Alter. Hau mal rein. Das ist echt hier unangenehm, ja. Ich hab mir hier so... Na, die hat ja so... Habt ihr das gesehen? Die hat ja so hier... Die hat ja so Bleche. Ja, das sind meine Bleche. Also das habe ich ganz schön straff gemacht, stelle ich fest. Ja, das habe ich ganz schön straff gemacht. Aber hey, ja, wer schön sein will, muss leiden, heißt es ja immer. Ne? Und dann leide ich halt ein bisschen. Ach, guck mal. Grell, Griel. Sehr langsam. Okay, und tschüss. habe ich noch nicht, glaube ich. Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Also läuft doch schon auf jeden Fall schon wieder wie geschnitten Brot hier. Aber wir haben ja auch erst 11 weg. Du musst ja heutzutage planen, dass du mindestens, weiß ich nicht, 40, 50 Beschwörungen machst. Das gab es früher aus meiner Sicht nicht. Da habe ich gar nicht so viel beschworen und hatte viel bessere Helden. Ja. Aber das hat sich halt alles verändert. Aber wem sage ich, das war geht euch nicht anders. Was soll's. Die Wächterfledermaus. Fledermaus. Die Fledermaus. Den habe ich auch noch nicht. Was macht der? Okay. Nehmen wir. Ja, nehmen wir einfach. Genau, Wotnik willst du haben aus so einem Portal. Wotnik willst du haben. Ganz wichtig. Ohne Wotnik kommst du nicht durchs Leben, Junge. Kacke. Komm schon, Baby. Schmeiße mir der Fünfer. Vorgestellten Fünfer, ganz wichtig. Vorgestellten Fünfer. Nicht irgend so ein Dreckspeter hier. Ja? Vorgestellter Fünfer. Nur Bruder Tuk-Tuk. Den hast du ja auch immer eine Endlosschleife bei den Kollegen. Komm schon, 27 noch. Ich muss trinken, bevor ich auf den Knopf drücke, ist ganz wichtig, weil sonst verschlucke ich mich, wenn auf immer was kommt. Das wäre voll schlecht. Die habe ich, glaube ich, schon mal gekriegt. Die habe ich schon mal. Ja.
Gut, also wir kriegen ein paar andere Dreier. Niggles. Verteidigung hoch. Reflektieren, okay. Negative Statuskacke. Weiß ich jetzt nicht, ja, ob ich da jetzt einen Freudentanz aufführen muss. Bin ich mir nicht sicher, ja. Bin ich mir nicht sicher. Und für dich schon mal gar nicht, Mann. Piss dich, du alte Fledermaus. Vor allem hat sie mir meine Falten auf der Stirn nachgezogen. Die sieht man ja nicht durch die Haare. Mann, ja, die ganzen Dreier hier. Hau ab, Alter. Mach vorgestellt. Einen wenigstens. Einen vorgestellten und die Welt ist ja eigentlich in Ordnung. Ja, viel mehr kannst du nicht erwarten. So eine Mioni würde mir gut stehen. Ja. Aber im Moment sieht das gar nicht gut aus. Na, wir sind nur noch 17. Ja, man muss es tatsächlich sagen. Nur noch 17. Unfassbar. Die Kacke. Also langsam rutscht mein Bubbel hier oben langsam. Der war eigentlich schon mal höher gewesen, aber egal. Monatshelden, das gibt es auch nicht mehr in dem Spiel. Ist nicht so, dass ich den unbedingt bräuchte, aber wäre einfach mal schön, wenn man schon mal beschwört, dass dann vielleicht doch mal irgend sowas kommt. Vielleicht. Wäre möglich. Sumitomo, na klar. Los, Alter, sonst schlitz ich dich mit meinen Schwertern auf hier. Drecksack. Ja, Strauchbär. Rauchibär. Einen haben wir ja sogar Alpha gebreakt. Aber noch einen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, Verwirrtaktik. Jetzt machen wir einen Mensch, spielen wir kaputt, Alter. Jetzt spielen wir kaputt. Jetzt weiß er ja nicht mehr, wer ist. Wird klappen. Pass auf. Für Gräble. Ich habe ja nicht gesagt, für wen es klappt. No? Achte noch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das gibt's doch ja nicht. Bazinga, Alter. Bazinga. Was ist er nun wieder? Den hatte ich auch schon mal. Oh, langsam, wenn ich schon lese, dann mache ich schon weg hier. Komm. Gar nicht weiter angucken, den Kollegen. Ist ja schön, dass es nicht alles Season 1 Dreier sind. Ja, außer Knochenjoe wieder, ne? Aber trotzdem. Das irgendwie ist das scheiße. Oh. Es ist nichts zu holen in diesem Portal. Ich habe damals übrigens auch nichts bekommen. Bin ich jedenfalls der festen Meinung, dass ich da auch quasi leer ausgegangen bin. Also Paktbeschwörung scheint nicht so mein Ding zu sein. Ja, letzte. Die Wächtereule, Junge. Ja, ist irgendwie scheiße, ja. Komm, eine Zehner machen wir. Los geht's. Noch ein Joe. Alter, nichts zu holen. Genau, Gunnar, alte Pappteller, Junge.
Da stinkst du natürlich ab, wa? Da stinkst du natürlich ab. Oh, na komm, die eine machen wir noch. Oh, Dreckschlüpper! Na los! Also über den kann ich mich jetzt nicht mal mehr freuen. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das macht dich alle, Alter. Hacke hier. Ja, hab noch zwei Schwerter. Ich dachte, ich kann hier regelmäßig austicken hier vor Freude. Mann, Mann, Mann. Hängt mittlerweile auch alles auf halb neun hier auf den halben Nippel, Junge. Ja, Kacke. Was soll ich sagen? Scheiße. Ah, jetzt habe ich mich mal an die Paktbeschwörung rangewagt. Ja, viele aus der Alli haben auch gut abgesahnt. Ah nee, wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Kiste wollte ich öffnen. Aber hast du nur Pisse. Was ist denn hier los? Trainerhelden? Enthält garantiert Trainerhelden. Na dann mal los. Ja, aber nicht so eine Affentrainerhelden. Wenn dann schon die dicken bitte. Ach ja, ärgerlich. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beschworen habt und ob es bei euch besser gelaufen ist. Ich drücke euch natürlich die Daumen, logischerweise, falls ihr schon beschworen habt. Ja, wenn ihr noch nicht beschworen habt, könnte das hier ein Beispiel sein, wie es laufen könnte. Ja, wie es laufen könnte. Ja, war jetzt auch so semi, ja. Also die erste Kiste war noch cool, danach war es halt irgendwie scheiße. Ja. Aber hey, wie viel haben wir gemacht? 48 hatten wir, 2 Zehner, 68. Hätte man schon, sind wir ehrlich, hätte man erwarten können, dass da irgendwie was bei ist. Ja, hätte man erwarten können. Ja. Das heißt, mein Schuh hat mir kein Glück gebracht. Ja, ist natürlich oh, massiv ärgerlich. Ja, weil das ist echt auch sau unbequem. Ja. Muss mal gucken, ob ich hier raus hier schlüpft bekomme. Ja. Oh. So, ja. Guck. Das ist schön, ne? Wie so ein LKW. So. Okay, Leute, was soll ich sagen? Es sollte nicht sein, ja. Spaß hat es ja trotzdem gemacht. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Beschwörungszeit. Und dann aber natürlich mit mehr Glück, ist ja wohl klar. Ja. Von daher, Leute, macht's gut. Ciao.